Die Lorentzkraft anwenden. Anwenden insofern, wir werden dann mal mit Hilfe dieser Leiterschleife hier, naja, ihr kennt es, werden wir mal ein ganz einfaches Messinstrument bauen. Und zwar, Grundsatz, wir haben es mit einem Magnetfeld zu tun, sonst funktioniert das alles nicht. Und wir haben es mit einem stromdurchflossenen Leiter zu tun. So, jetzt gibt es ein Magnetfeld von Nordpol zum Südpol. Es gibt einen Strom, der fließt hier rein, hinten wieder raus, Stromrichtung. Nebenbei, weshalb man da solche Kreuze hinten dran macht, beziehungsweise Punkte, je nachdem von worauf man guckt. Ne? Wenn ich von hier rauf gucke, habe ich mal ein Kreuz und wenn ich von der anderen Seite rauf gucke, habe ich einen Punkt. Man kann sich das wie Robin Hoods Pfeile vorstellen. Hinten haben sie Federn, daher das Kreuz. Wenn man genau von hinten auf diese vier Federn drauf guckt, gibt es das ein Kreuz und so weiter. So hat man sich geeinigt, das so darzustellen. Die Lorentzkraft wirkt immer dann, wenn ich bewegte Ladungsträger habe, die sich in einem Magnetfeld bewegen. So, wie das ermittelt wird, welche Richtung sich also ergibt, welche Bewegungsrichtung, welche Kraft also wirkt, welche Lorentzkraft wirkt, könnte man auch sagen. Das gibt sich aus der sogenannten UVW, Ursache, Vermittlung, Wirkungsregel. Die habe ich hier, Leute, schaut auf den Link. Das habe ich schon mal in drei Varianten praktisch dargestellt. Das sind ganz kurze Videos von einer Minute ungefähr. Wenn ihr auf diese Links klickt, euch das anguckt, dann seht ihr es praktisch und dieses Video wartet hier, also ihr verpasst nichts. Die Ursache ist der Strom. Die vermittelnde Geschichte ist das Magnetfeld und die Wirkung ist das hier. Brauche ich hier nicht viel zu sagen, das Bild sagt mehr als 1000 Worte. Jetzt versuchen wir das mal anzuwenden. Das heißt also, genau dieses Prinzip anwenden. Naja, könnte man sagen, das geht ja im Unterricht. Ja, das haben wir auch gemacht. Wir haben hier ein Pendel gehabt, da haben wir einen stromdurchflossenen Leiter gehabt. Und jetzt könnte man ja sagen, da könnte man doch ein Polaritätsanzeiger bzw. sogar Strommesser draus machen. Tatsächlich ginge. Allerdings, ich gebe zu bedenken, hier sind 1, 2, 3, 4 Ampere ungefähr geflossen. Das wäre dann ein Hochstrommesser schon. Wenn ich den Strom hier reinschicke, ja, was passiert dann? Dann wird, so wie in dem vorherigen Bild, na, ich mache es mal blau, wird der Leiter in die Richtung ausgelenkt. Also könnte ich hier eine Skala machen, ne? Und dann wäre hier die blaue Skala und dann wüsste ich, aha, der Strom geht hier rein und da raus. Könnte man hier alles an die Skala malen. Beziehungsweise ich drehe die Stromrichtung um, dann wird der Leiter aus dem Magnetfeld heraus bewegt. Naja, könnte man diese Skala machen. Jetzt wären wir aber dumm, so viel Strom immer aufzuwenden. Wir wollen ja auch empfindlichere Sachen messen. Ja, dann machen wir es doch gleich so. Wir machen ein sogenanntes Leiter-U. Also wir bilden eine Schleife. Und zwar schicken wir den Strom hier rein. Hier hinten hängen wir diese Leiterschleife an der Achse auf und führen ihn weiter, den Strom, und dann kommt er hier vorne wieder raus. Was bewirkt, wenn ich hier hinten den Strom reinschicke? Na, hier könnte ich ein Kreuz machen, ist aber so klein, das sieht man kaum. Dann wird der Leiter also in die Richtung rein bewegt, in den Magneten hinein. Und hier unten, weil er ja genau die entgegengesetzte Richtung hat, wieder hinaus. Ich habe also gleich zwei Kräfte aufgewendet. Na, das ist doch cool. Nebenbei, wenn ich dann hier eine Skala anbringe, dann könnte ich zum Beispiel hier an diese Leiterschleife einen Zeiger kleben und sagen, gut, dann ist hier, wenn gar kein Strom fließt, 0 und je mehr, dann ist irgendwann der maximale Strom. Es geht noch besser und wie es noch besser geht, dazu achtet jetzt zum Schluss auf die Links, beziehungsweise ihr könnt schon mal hier die Links hier oben reinklicken. Das war das pure Prinzip, die Lorentzkraft wirklich anzuwenden. Ich hoffe, es hat geholfen. Bis später. Tschüss.